Bei diesem Video zeige ich dir die besten 4K-Exporteinstellungen in Premiere Pro 2022 bzw. 2023 für YouTube, Instagram, Facebook und so weiter. Also fangen wir an. Also Freunde, in Premiere Pro 2023 oder 2022 haben wir etwas Neues. Und zwar haben wir die Möglichkeit, über diesen Export-Button das Ganze zu exportieren oder über Steuerung M oder Apfel M ist es, glaube ich, oder Command M auf macOS, weiß ich jetzt gerade nicht, kommen wir auch zu den Exporteinstellungen. Alle früheren Versionen, also Premiere Pro 2021 und früher, haben hier nicht diesen Button, aber nichtsdestotrotz sind die Exporteinstellungen dieselben, auch wenn es ein bisschen anders aussieht. Ich habe hier mein Footage. Das ist quasi das, was wir exportieren werden. Das sind 14 Sekunden und wir haben hier eine 4K-Timeline. Dann klicken wir hier oben auf den Export-Button und erstmal, was uns begegnet ist, natürlich, wir haben hier Media-File, das haben wir dann angekreuzt und wir haben hier einen Dateinamen. Da schreiben wir zum Beispiel mein 4K-Footage als Beispiel. Der nächste Punkt wäre unsere Location, also wo soll das Ganze denn abgespeichert werden? Das ist halt dafür da, dass du dann ganz genau weißt, wo das Ganze dann zu finden ist, nachdem du das exportiert hast. Und dann haben wir das nächste, das Preset. Dann wählen wir hier aus High Quality 2160 4K. Und jetzt kommen wir zum neuen Punkt bei Adobe Premiere Pro 2022 oder höher, bei mir in dem Fall 23. Und zwar für die höchstmögliche Qualität wählen wir nicht H264 aus, sondern einen anderen Codec. Das wäre in dem Beispiel hier HEVC, also H265. Das bietet uns natürlich die beste Qualität und ja, das ist halt der neue Codec. Und jetzt denkst du dir, geil, ich kann direkt hier runtergehen und exportieren. Nein, so einfach ist es nicht, denn in Premiere Pro haben wir jetzt nicht die besten Einstellungen. Als nächstes erweitern wir hier dieses Feld, indem wir auf diesen Pfeil klicken und haben die weiteren Videoeinstellungen. Wenn das bei euch ausgegraut ist und nicht in 4K ist, dann klickt ihr das Häkchen hier weg und wählt dann dementsprechend hier UHD aus, also 4K. Auch wenn du eine 1080p Timeline hast. Für YouTube zum Beispiel empfiehlt es sich immer in 4K hochzuladen, auch wenn du eine 1080p Kamera hast oder das Ganze halt in 1080p aufgenommen hast, weil erst ab, ich glaube, WQHD, also 2K, bekommst du auf YouTube, wenn du kein Partner bist, den besseren Encoder. Ansonsten haben wir den schlechteren Encoder und die Videoqualität auf YouTube, auch wenn es bei dir auf deinem PC, wenn du es ganz gerendert hast, gut aussieht, sieht das leider nicht gut aus. Deswegen empfiehlt es sich immer, in 4K hochzuladen auf YouTube, damit deine Videos dementsprechend viel, viel besser aussehen. Also wirklich achte darauf, dass du immer in 4K hochlädst. Die Framerate hätten wir dann 25 FPS, weil wir halt in PAL-Region leben. Und Aspect, also Square Pixels 1.0. Dann klicken wir hier auf den Button Mehr und haben weitere Einstellungen. Um natürlich die maximale Qualität zu erzielen, klicken wir das beide hier an, Render at Maximum Depth. Also Render maximalen Depth und Use Maximum Render Quality. Dann gehen wir weiter runter und wählen unter Encoding-Einstellungen Hardware-Encoding aus. Wenn du nicht Hardware-Encoding hast und nur Software-Encoding hast, ist das auch okay. Bei der Hardware-Encoding hast du halt die Möglichkeit, quasi das Rendern, den Prozess extrem zu beschleunigen, weil, wie der Name schon sagt, wird dafür die Hardware rangezogen, CPU bzw. die Grafikkarte unterstützt beim Rendern bzw. die Hauptaufgabe übernimmt dann die Hardware. Profile haben wir dann hier Main, Level auf 5.0. Wir könnten natürlich hier auch Main 10 auswählen, das ist dann für HDR-Footage-Prozess, aber glaubt mir, 99% nutzen Main und das ist auch gut so, wie das Ganze ist. Level lassen wir auf 5.0. Und das Wichtige ist jetzt hier beim Tier, wenn es bei dir auf Standard auf Main eingestellt ist, ändere es bitte auf High um. Das gibt dir die Möglichkeit, jetzt später
bei den Bitraten eine höhere Bitrate zu bekommen. Und dann gehen wir runter und kommen hier zu dem wichtigsten Part überhaupt. Das entscheidet jetzt am Ende, wie hochwertig bzw. welche Qualität dein Video am Ende des Tages hat. Und zwar Bitrate Encoding. Im Standard ist bei dir wahrscheinlich VBR One Pass ausgewählt. Das würde bedeuten, variable Bitrate, einmal Pass. Also einmal Pass heißt, dass er das nur einmal rendert. Und dann könntest du hier zum Beispiel einen Wert auswählen. Was macht aber genau VBR? Sagen wir mal jetzt, du hast nicht nur eine Art Video. Sagen wir mal, du siehst mich jetzt gerade und die Videoaufnahme ist immer exakt gleich. So, das heißt, mein Video ändert sich nicht in Form von Bewegungen. Wenn wir aber zum Beispiel jetzt eine Art Video haben, wo wir vloggen, rausgehen, wo sich die Kamera immer viel bewegt, viele verschiedene Sachen aufnimmt, schnelle Bewegungen, langsame Bewegungen oder woanders Sachen aufnimmt, dann kann es durch den VBR intelligent die, sage ich mal, Target Bitrate, also die Bitrate, bei nicht so benötigten Stellen es sinken bzw. senken und bei Stellen, wo es viel Bewegung gibt oder Action gibt, sage ich mal auf gut Deutsch, dann erzielt ihr eine höhere Bitrate, damit dementsprechend die Qualität auch ansteigt oder gleich bleibt. Dann könnte man hier sagen, zum Beispiel, die maximale Bitrate ist 50 Mbit, erhöhe es auf die 50 Mbit, wenn es dann benötigt wird. Und bei so Talking Head Videos wie jetzt zum Beispiel, ich stehe eigentlich relativ still hier und es gibt keine weiteren Bewegungen, dann kannst du die Videobitrate etwas runtersetzen, weil es gibt keinen Bedarf dafür. Aber damit du die beste Qualität erzielen kannst, stellst du das Ganze auf CBR und wählst dann für 4K 50 Mbit. Warum? Weil du 25 FPS bei dir eingestellt hast, wählst du das Doppelte. Wenn du in 60p bzw. in 50p aufnimmst, dann wählst du 100 Mbit auf. Wenn du in 60p aufnimmst, wählst du 120 aus. Deswegen ist das immer das Doppelte. Ich habe bisher immer in VBR One Pass aufgezeichnet und habe damit auch gute Ergebnisse erzielt. Das wäre dann zum Beispiel, hier habe ich dann zum Beispiel eingetragen, den Wert 80 Mbit, macht jetzt immer maximal 80 Mbit ein bei VBR. Aber ich werde das ändern jetzt auf CBR und das Doppelte von meinem FPS. Qualität, Highest, also das Höchste, das heißt ist auch das Langsamste dann. Und somit hätten wir die besten 4K-Einstellungen. Der nächste Punkt wäre, dass wir hier sicherstellen, dass das Audioformat auf AAC ist, der Codec auch auf AAC, die Sample Rate auf 48.000 Hertz, Stereo, und die Bitrate auf 320. Und dann können wir jetzt das Ganze entweder hier über Send to Media Encoder, das heißt, es gibt noch den Adobe Encoder, da wird dann quasi dein Video bzw. dein Projekt zum Encoder verschickt und dann könntest du den Premiere Pro Programm nutzen. Ansonsten, wenn wir auf Export klicken, jetzt können wir nichts machen. Wir können gar nichts machen, nichts editieren oder kein anderes Projekt editieren mit dem Media Encoder. Können wir das Projekt zu dem Programm Encoder schicken und dort wird es dann quasi gerendert und du kannst dein Programm weiterhin benutzen. Jetzt ist es fertig gerendert und wir haben 93 MB Video. Ja, das sind die besten 4K-Einstellungen für dein Video auf YouTube, Instagram etc. pp. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du wissen möchtest, wie das zum Beispiel ist bei Full HD, dann kommt jetzt das nächste Video hier verlinkt. Da kommst du zu dem nächsten Video, wenn du zum Beispiel für Kundenaufnahmen ein Full-HD-Video machen möchtest. Also vielen Dank, bis dahin, ciao.